Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, der Mann mit dem fehlenden Hochzeitsgewand ist nicht allein. Denn viele von uns und auch viele Exegeten, Ausleger der Heiligen Schrift, wissen, wie dieser Mann ohne Hochzeitsgewand nichts zu sagen. Es sei denn, sie nehmen die große Schere und schnippeln so viel an unserem Evangelium herum, dass davon de facto nichts übrig bleibt. Also die Sache mit dem fehlenden Hochzeitsgewand kommt weg und vieles andere, das uns unangenehm erscheint. Und für uns selber besteht die Versuchung darin, dann lass uns doch das bitte so verstehen, wie wir es in der ersten Lesung hörten. Das ist doch gut. Da ist von einem rauschenden Fest die Rede, von einem Gastmahl mit den besten, erlesensten Weinen. Das hat natürlich alles hier im Saarland nochmal einen besonderen Klang, als wäre der Jesaja ja zumindest mal einen Urlaub im Saarland gemacht. So klingt das. Wir verstehen das. Und das hat etwas sehr Positives, etwas sehr Gutes. Das ist schön. Aber wenn wir das darauf reduzieren, alle sind eingeladen, alle haben gut gegessen und es war ein super Fest, dann ist und bleibt es zu wenig. Die Botschaft, die uns Jesaja ausrichtet, ist eine sehr fundamentale, dass die Einladung Gottes, so wie Jesus es selber sagt, nicht auf Israel beschränkt bleibt. Das sind die, die bis heute zuerst eingeladen sind, eingeladen bleiben. Aber wenn wir das etwas abstrakt sagen, der Heilswille Gottes, dass Gott wünscht, dass alles und alle heil werden, bleibt nicht bei Israel stehen. Es greift darüber hinaus, schon in der Botschaft des Propheten Jesaja. Und wir können das genauer fassen, wenn wir Jesus zuhören, der ja hier mit einem unglaublichen, für seine Zeitgenossen muss das atemberaubend gewesen sein, mit einem Anspruch auftritt, wenn er diese Vorstellung vom Festmahl aufgreift und von sich selber so spricht, wie Gott. Für uns ist das gewohnt. Wir sagen das gleich im Glaubensbekenntnis wieder. Jesus ist Gott. Für viele, auch getaufte Christen, ist das schon wieder nicht mehr so selbstverständlich. Deshalb ist es wichtig, dem Evangelium so genau zuzuhören und diesen Anspruch Jesu, den nicht später die Kirche ihm angedichtet hat, sondern den Jesus selber markiert, ihm gut zuzuhören und ihm mit dieser Stimme zu folgen. Jesus konkretisiert dieses Festmahl noch einmal als Hochzeitsmahl. Und das sagt uns sehr viel über Gott und über uns. Der Gott, an den wir glauben, tritt nicht festgelegt auf in einer Rolle als Mann oder Frau. Alle anderen Gottheiten zu dieser Zeit, etwa des Alten Testamentes, des Neuen Testamentes, kommen nicht ohne Partner oder Partnerin aus. Das Gegenüber zu Gott ist sein Volk. Und damit ist auch klar, dass die Beziehung, die Gott zu seinem Volk hat, nicht sexuell notiert ist. Auch wenn wir das manchmal in unserer Umgangssprache sagen, aber wir können sagen, Sex ist nicht göttlich. Zumindest nicht in unserer Religion. Wozu wir eingeladen sind, zu dem Festmahl und dem Hochzeitsmahl, ist keine Orgie, sondern ein Hochzeitsmahl. Das Hochzeitsmahl des Sohnes, der sich mit seiner Braut, dem Volk Gottes, verbinden will. Wo geschieht das anders, liebe Schwestern und Brüder, als hier? Jetzt, wo wir hier versammelt sind, in der Eucharistie, wird uns das lebendig. Und wir erfahren deshalb auch, weshalb es seit den frühesten Kirchenvätern, wir können das bei Ignatius von Antiochien etwa nachlesen, ein Gegenüber gibt von Amt und Kirche und Gemeinde, versammelter Gemeinde. Das Amt bildet Gott ab, der einlädt, der seinem Volk gegenüber ist. Und das Volk Gottes, die Kirche, ist immer weiblich gedacht. Das ist im Grunde genommen in einer sehr aktuellen oder schon seit Jahrzehnten geführten Diskussion etwa um die Frauenordination die Grundlage, von der wir nicht abweichen können. Es sei denn,
Wir reduzieren das, was wir als Kirche tun, wir reduzieren das, was wir hier tun, als ein symbolisches Mahl und eine Mahlzeit. Wir erleben das ja in unseren Tagen. Gestern in Paderborn, die letzten Wochen in Bologna. Wir räumen die Kirchen aus und machen ein schönes Restaurant daraus, eine Gaststätte. Es gibt ja solche, die sind von solchen Ideen geradezu beflügelt. Das ist ein großes geistliches Missverständnis, liebe Schwestern und Brüder. Gastwirtschaften haben wir genug. Wir haben Räume genug, wo wir das tun können. Was wir hier tun, ist eine Teilnahme am himmlischen Hochzeitsmahl, eine Vorwegnahme dessen. Und hier bestimmen nicht wir die Spielregeln, sondern Gott bestimmt sie. Heute im Gleichnis. Wie konntest du ohne hochzeitliches Gewand hier erscheinen? Ich habe noch einmal eine zugegeben, wenig spitze Formulierung oder Beobachtung von Hans-Urs von Balthasar, wie schon letzten Sonntag mitgebracht, der zu diesem Evangelium uns genau zu dieser Stelle sagt, die zweite Form der Unwürdigkeit, die erste ist, überhaupt nicht auf die Einladung zu achten. Vielleicht ist das für uns am naheliegendsten zu sagen, naja, wir gehen ja wenigstens hin. Wir gehorchen doch der Einladung. Schön, immerhin. Aber Einladung befolgen heißt nicht einfach hineinzustolpern. Die Einladung Gottes wahrzunehmen hat auch Voraussetzungen. Es bleibt dabei. Alle sind eingeladen, aber nicht voraussetzungslos. So sagt von Balthasar, die zweite Form der Unwürdigkeit ist im Gegensatz zur Gleichgültigkeit der Geladenen die ganz andere Gleichgültigkeit des Mannes, der zur Feier, zur Eucharistie hereinspaziert, als beträte er eine Schenke. Wozu sich die Mühe nehmen, sich feierlich anzuziehen? Der König soll froh sein, wenn ich überhaupt komme, überhaupt noch praktiziere, mich überhaupt aus der Bank bemühe, um das Stückchen Brot in den Mund zu stecken. Er wird zur Rechenschaft gezogen. Hast du auch nur die geringste Ahnung, dass du am höchsten Fest des Königs der Welt teilnimmst, an der kostbarsten Speise, die nur er bieten kann? Darauf wusste der Mann nichts zu sagen. Und genau dazu haben wir das Evangelium gehört, liebe Schwestern und Brüder, dass wir auf dieses Evangelium, auf die Frage Jesu, auf das, wie wir praktizieren und wie wir auf die Einladung Gottes antworten, selber eine ganz persönliche Antwort finden und sie ihm geben.